als bei mir. Ich kann es ja mal zeigen. Ich kann es ja mal zeigen. Der hier ist tatsächlich einer der unpräzisesten Panzer, die ich je gesehen habe. Bei mir auf dem Account. Ne? Bei anderen funktioniert einwandfrei. Aber die Grille ist das gleiche. Keine Ahnung, die schießt immer daneben. Dafür ist meine RN100 extrem präzise. Also, seltsam. Aber ich nenne es halt RNG und so ist es halt. Die Provinz-Map war vorher schon der letzte Müll. Und ich weiß nicht, warum Wargaming ausgerechnet diese Karte wieder reingebracht hat. Da gab es so viel bessere Karten. Kumarin zum Beispiel. Oder damals das versteckte Tal. Saugeile Karten, aber Provinz ist nun wirklich das Letzte und ganz furchtbare Karte. So, mit dem hier habe ich es letztens geschafft, an einem Light mehrfach zu bouncen, obwohl ich stand, komplett eingezählt war und der nicht mal 300 Meter entfernt war. Also, so gut funktioniert unsere Kanone hier beim Leopard. Manchmal soll es halt einfach nicht sein. Und nein, ich habe mich Heat geschossen. Hätte ich vielleicht tun sollen. Es sind ja noch andere Karten in Arbeit, kann ja nur besser werden. Ja, hoffen wir's. Aber Provinz ist wirklich der letzte Mist. Seedaum hat gerade eben das 11. Mal subscribed. Wofür ist der Knopf hier? Dankeschön, Seedaum. Dreifaches Hit mit mir auf Seedaum. Für 11 Monate Support. Dankeschön. Hey, wir haben was getroffen. Ja, was getroffen. Okay, ich muss nur fluchen anscheinend. Dann funktioniert es auch mit den Treffen. Ja, der T-44 hat keine Probleme. So, greifen wir meinen Leopard mit an. Kann jetzt halt schief gehen, aber ist mir egal. Komm raus, du bist der Leopard. Komm raus. Oh. Und so beginnt es. Okay, den haben wir doch getroffen. Ja, heute läuft es besser. Heute läuft es ein bisschen besser. Als sonst. So, jetzt werden wir gleich von links hier. Oh, 113 nervt mich nicht, ich habe keine Panzerung. Badget. Hey, wir treffen wieder was. Ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade. Mein Leopard funktioniert wieder. Oder auch nicht. Habt ihr das gesehen? Ich habe den Hügel hier vorne umgegraben. Du solltest das nicht machen, Amix. Der Centurion kann sich's leisten mit seinem Turm, du nicht. Das ist mit ihm nicht richtig. Oh, nicht getrackt, ärgerlich. Der Centurion will's wissen. Er glaubt, weil wir alle abgelenkt sind durch den IS-7. Aber den sehe ich nicht mal. Kommt noch die Badget AP. Da haben wir einen T-44. Oh, ist noch ein Haus dazwischen. Okay. Oh nein, track den doch nicht. Was? Das meine ich. So eine simplen Schüsse, ne? Bleiben halt in der Panzerung hängen.
Und ich habe jetzt nicht Heat geschossen, die ja eigentlich normalerweise in Schottpanzerung hängen bleibt. Nein, das war APCA und ging nicht durch. Ne, mit 268 Pen kamen wir nicht durch die Seitenpanzerung eines IS-7. Das passiert viel zu häufig. Da hinten ist irgendwo ein Stritzmann, glaube ich. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Wir haben sie geschossen. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Zug erstellt. Oh, nehmen wir den hier aus. Na, was haben wir da? Poghetto, zweiter Schuss. So, der lädt jetzt ewig nach. Das heißt, wir sollten das hier noch gewinnen. Okay. Oh, ich brauche mal eine Repair-Crew bei dem. Okay, ausnahmsweise trifft der Leopard was. Da ist das Pech jetzt angegangen auf die Grille. Ne? Die standen wohl zu nah beieinander. Die Grille hat sich jetzt das Pech geholt. Und unser Leopard trifft jetzt alles. So, die Grille kann uns nicht one-shotten. Aber zusammen mit dem Objekt kann es wehtun. Wir werden gleich sehen, was wir finden. Huch, hier ist Ende. Okay, ich sehe nichts. Objekt ist da hinten. Stritzwagen ist auch da hinten. Hätte schief gehen können. Wo ist die Grille? Das Gefühl, wir werden die Grille noch finden. Auf unangenehme Weise. Oh. Aber wo? So viele Möglichkeiten gibt es ja hier nicht mehr. Da ist er. Kommt's hier ein? Klar! Panzerung nicht durchschlagen! An einer Grille! Wollt ihr mich verarschen, Wargaming? Panzerung nicht durchschlagen. Wir gehen gleich mal zusammen die Grillenpanzerung durch. Panzerung nicht durchschlagen. Im Ernst. So, Moment. Was zum... So. Deutsch. Grille. 3D-Model. Panzerung nicht durchschlagen. 30 mm. 16 mm. Okay, er stand so, ne? Er stand so zu uns. 16 mm, 10 mm, 41, wenn es hochkommt. Da haben wir 21 mm. Da haben wir 25. Also wir werden die Kanone getroffen haben, schätze ich. Aber theoretisch, ne? Wow, 10 mm, 44 mm, 41, Panzerung nicht durchschlagen. Ja, ne? Das ist die Grille. Ich meine, es gibt ja noch so eine lustige Regel wie Overmatching, ne? War irgendwie anscheinend auch gerade nicht drin. Wie sind die Tschechen? So lala, bis super. Kommt auf den Panzer an. Equest, versuch's mal im TS. Die meisten Bewerbungen gehen alle übers TS. Sekunde. So, okay, dann gehen wir mal an die Front. Frontline. Weiter.
So. Was ist gerade, ja, dieser Look, der ist furchtbar. Also erstmal, ich finde, eine zerstörte Stadt ist kein Grund zum Feiern. Ja, also da hätte man das auch besser machen können. Man hätte zum Beispiel die Moskau-Parade abhalten können. Also in Moskau zum Beispiel. Das wäre cooler gewesen. Oder was weiß ich, auf dem Times Square oder so. Oder, ne? Aber wie Panzer durch eine zerstörte Stadt rollen und das dann auch noch als Feiern abgeben, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Und die geht einem tierisch auf den Zeiger durch dieses Gequatsche da im Hintergrund. So. Stufe 8, ne? Wir dürfen nur Stufe 8 fahren. Ich würde sagen, wir machen einfach mal. Was heißt das jetzt hier? Frontline? Muss ich jetzt hier drauf drücken? Ich weiß nicht. Achso, ich muss mir erstmal einen 8er auswählen. Womit fahren wir denn? Womit fahren wir? Nein, nein, nein. Irgendwas mit einem harten Turm. Nehmen wir den. So, neueste Follower sind Johnny, MK3 und Auto-Aiming. Fahr doch die 2FL-Panzer, die du bekommen hast. Nein. Weil die sind nicht ausgebaut. Ich habe kein Geld dafür. Und 8er habe ich echt genug. Welche Panzer für den Anfang empfiehlst du? Kommt drauf an. Wenn du schnell sein willst, also ein bisschen agiler, dann definitiv die russischen Mediums. Die sind allesamt ziemlich, ziemlich gut. Und bei den Heavies. Ist ein bisschen schwieriger bei den Heavies. Da kann man auch mit den Russen anfangen. Und bis zum IS-7 gehen. Also für Anfänger sind die Russen wirklich sehr, sehr gut, weil sie halt auch wirklich sehr viel verzeihen. Sehr viele Fehler verzeihen. Und wir sind Verteidiger. Okay. Verteidiger gewinnen hier zu 90%. Kannst du mal E-Mail 1 fahren? Vielleicht. Vielleicht wollen wir den hier noch. Mal gucken. Wie es hier so läuft und was wir gerade brauchen. So, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Wir haben hier eine große Karte. Ne, besteht aus 9 Sektoren. Hier oben sind 3, hier sind 3 und hier sind 3. So, und die Gegner kommen von Süden und müssen A, B, C erobern. Dann geht es weiter mit D, E, F und so weiter. Wir müssen halt versuchen, diese Sektoren so lange wie möglich zu halten, bis die Zeit abgelaufen ist. Und müssen oben unsere Objectives verteidigen. Die sind da ganz hinten. Oh, und ach, was soll's. So. Also C so lange halten wie möglich. Hier rechts bringt jetzt nicht so viel, da lang zu fahren, weil wir da sehr schnell krepieren können. Ich werde mal hier an meinen Stein gehen. So, wir müssen ja nur den Cap hier verteidigen. Guck, guck. Ah, das gibt's. Was ist denn heute los? Alle meine Schüsse fliegen nicht dahin, wo ich hin will. Geht doch. Der hätte jetzt eigentlich schon 3 kassieren müssen. Die 26E5, sehr starker Panzer für diesen Modus. Voll harter Turm. Da ist die Arti. Können wir auf die Arti schießen? Nein, können wir nicht. Berg im Weg. Schade. Ja, Punkt verteidigen. Dauert noch ein bisschen. Die müssen hier schon richtig reinrollen. Und solange stehen wir hier mit unserem harten Türmchen und warten einfach nur auf den Feind. Hier bei uns sind echt sehr viele gerade. Links haben wir auch jede Menge Heavies. Und ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Die haben sich allerdings schon Punkt A geholt. Oder holen sich den gerade. Der ist von allen der einfachste einzunehmende. Der hier ist der schwerste für die Gegner. Weil hier ist alles offen. Hier kommst du nicht rein und kannst dich irgendwo verstecken. Bei den anderen schon. Aber Punkt B stehen sie echt gut. Und jedes Mal, wenn der Feind einen dieser Sektoren erobert, müssen wir diesen verlassen und sie kriegen 2 Minuten mehr Zeit, um hinten unsere 3 von 5 Objectives abzuknallen.
Hä, wo ist denn der? Na, hast du dir das wirklich überlegt? Hat er sich nicht überlegt. Okay. Oh. Er hat sich doch überlegt, weil er trifft ja mein Amorek, ich treffe nichts. Irgendwas ist hier links gerade explodiert, das gefällt mir nicht. Fieses Geräusch. So. T-44 ist übrigens ein sehr guter Panzer, um hier zu arbeiten. Also dieser FL-Panzer. Wow. Weißt du, der ist nur gepanzert an der Front, also an der Kanonenblende. Und was treffe ich? Die verdammte Kanonenblende. Ah, die kommen hier gerade alle durch, ey. Das ist nicht schön. So. Ja, wir haben jetzt Punkt A verloren. Angreifer erhalten mehr Zeit, das ist neu. Interessant. Und so langsam könnte ich ein bisschen Support gebrauchen. Jetzt greifen sie schon B an. Wieso kriege ich hier keinen Support vom Team? Oh, ey, heute ist echt überall das Gleiche. Das Team schläft sich halt so dermaßen aus, das ist unschön. Aber wir werden mal APC laden, damit wir durch einen neuen Verkader durchkommen. Ja. SDA ist raus, sehr gut. Jetzt kommt doch endlich mal ein bisschen Support in die Sache hier rein. Na endlich, mein Team ist aufgewacht. Läuft ja. So, ich weiß nicht, wer da noch drin steht, aber das werden wir uns gleich umsehen. Okay, steht nichts drin. So, also wir haben unseren Punkt verteidigt. B geht aber gleich raus. Und wieso bin ich im Nebel? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie man das auslöst, sowas. Dem Nebel ist echt cool. Das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Wir wurden befördert. So, wir haben jetzt zwei Sektoren verloren, was ein bisschen ungünstig ist. Muss man sozusagen. Manchmal, ne? So, jetzt kommt uns hier ein IS-3 entgegen. Ist ein bisschen ungünstig. Ich repariere mich gerade in deren Repairpunkt und versuche den da zu tracken, damit er mich hier nicht nervt. Ja, und wir sind wieder voll repariert. Mit deren Repairpunkt. Okay. Also hier unten haben wir definitiv gewonnen. Ah. Das hat aber nichts zu sagen, ne? Die können das immer noch ohne Probleme hier nach Hause holen. Oh, oh. Hier darf ich nicht reinfahren. Also Spawncampen ist hier doof. Oh, Mist. Jetzt hier weg hier. Da kommt nämlich ein doofer Oho auf uns zu. Oh, und hier ist drei. Oh, jetzt kommen die ja alle hier. Jetzt werden wir von allen Seiten hier beschossen. Das ist nicht gut. Okay, diesen Punkt werden wir dann wahrscheinlich auch verlieren. Weil jetzt hier echt viele ums Eck kommen. Sehr, sehr viele. So, mach's gut, schöne Welt. Und ja. Wir können C vielleicht noch halten, aber die sind jetzt hier mittlerweile auf D und E. Wir werden hier trotzdem nochmal spawnen, einfach weil wir es können. Und da werde ich den IS-3 nehmen. In 14 Sekunden. Ich hoffe, bis dahin haben die den Cap nochmal ein bisschen geklärt. Das wäre sehr schön.
Ja, das mit den Peaks habe ich noch nicht so ganz raus, wo man die auswählen kann. Das könnt ihr mir ja sagen. Ihr habt es ja bestimmt mittlerweile ein paar Mal gespielt. Außerhalb des Gefechts kann ich das skillen und ausrüsten. Interessant. Okay, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Okay, das ist jetzt blöd. Oh, sie haben es nochmal geschafft. Komm schon, komm schon. Punkt C. Kannst du den Centurion nehmen? Den habe ich nicht. Also, das heißt, ich, durch die Gefechte hier skille ich mich quasi wie in League of Legends im Hintergrund hoch, also mein Account quasi, und kann dann Perks mir und so weiter einfallen lassen. So habe ich das jetzt verstanden. Na komm, noch 2 Meter hier. Mist. Tja, so kommst du nicht durch. Muss schon genauer zielen. Jetzt kommt er da nicht mehr raus. Was? Ich werde nochmal beschossen? Von dort. Von dorthin. Au. Au. Artillerie auf mir. Also ist nicht die normale Artillerie, sondern so ein Perk-Artillerie-Quatsch. Ist ein bisschen nervig. Ja, genau der Mist. Au. Oh. Fluch der Artillerie. Weil eine normale Artillerie reicht ja nicht. Man braucht ja noch einen Perk dazu. Ach Gott. Ach Gott, da schiebt sich ein Oho ins Bild. Aber er prallt ab, okay. So, jetzt du. Nein, du. Ich halte hier meinen Punkt, solange ich kann. Wir haben jetzt kaum noch Support hier, weil die Leute jetzt überall anders gespawnt sind. Nicht mehr bei uns. Das heißt, langsam wird's eng. Das, da flankiert mich was. Natürlich. Sie haben den Punkt immer noch nicht erobert, wollte ich nur mal anmerken. Das heißt, wir machen weiter. Noch geht's. Nehmen wir mal die Geheimwaffe, Defender, in 17 Sekunden. Okay, man kann aufsteigen bis 30 und dann gibt es immer einen Skillpunkt. Alles klar. Cool. Aber da der Modus sowieso im Juni verschwindet, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Oh, wir sind Kapitän. Ist das gut? Alles klar, gucken wir uns gleich mal an, wenn die Runde hier gewonnen oder verloren ist. Es interessiert mich sowieso nicht, ob wir hier gewinnen oder verlieren, weil das nicht in die Statistik mit eingeht. Ist halt wirklich nur ein Fun-Modus. Und dann gucken wir uns das mal an mit dem Skillen. Das ist auch mir neu, das war nämlich in dem Testserver zwar schon drin, aber es gab keine Dokumentation dazu. Das heißt, es hat uns einfach keiner gesagt, wie es funktioniert. Warum ist der Geheimwaffe? Weil das Ding einfach ziemlich böse ist auf dem Tier. Dieser Karnevon da hinten fängt an, echt zu nerven. Blöder Karnevon. Aber ist egal, solange wir den Punkt hier noch ein bisschen verteidigen, ist alles gut. So, Karnevon kann hier nicht wirklich auf uns schießen, ist gut. Jetzt nehmen wir mal den Foch hier. Oh, wie süß, der Ref versteckt sich hinterm Foch. Ist das nicht niedlich? Oh.
zerstören wir erstmal den AMX-Fochtdingens da. Und jetzt wird es aber langsam knapp. 8 Sekunden haben wir noch. Den hier müssen wir jetzt rausnehmen. Ich hoffe, wir haben Highroll. Ja. 5 Sekunden noch. Oh, das reicht nicht. 3 Sekunden noch. 2, 1. Ah, 7 Sekunden. Komm schon, nicht sterben. Lad nach. Ich versuche gerade, hier den Punkt zu retten. Nein, daneben. Oh. Soviel zu meiner Geheimwaffe. Meine Kanone hat gerade eben einfach Bullshit gebaut. Und jetzt ist die Zone weg. Aber ist egal, wir haben nur noch 5 Minuten und wir haben immer noch 3 weitere Zonen. Hier sind mittlerweile zu viele, hier greifen sie jetzt an. Hier brauche ich noch nicht spawnen, weil das wird eine Weile dauern, bis die da sind. Aber lass uns trotzdem hier spawnen, komm. Wir verteidigen jetzt hier weiter, jetzt nehmen wir mal den Emil. Und in 10 Sekunden geht's wieder rein. So, der liebe Fleckisos hat gerade subscribed. Fleckisos, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen in der Herde. Dreifaches Bitmu ist auch gleichzeitig der neueste Follower. Dankeschön. Followen und sofort abonnieren. Alter Schwede. Dankeschön, Flecki. Flecki SOS. So, neueste Follower sind außerdem Firestorm, Krähen, Blackspy und Kanson und Auto-Aiming und Johnny MK3. Hu. Habe ich ihn vergessen? Sorry. So, fahren wir mal den guten Emil. Und dann verstecken wir uns mal da oben irgendwo. So, die haben jetzt insgesamt 6 Minuten schon draufgekriegt hier, auf ihre 12 Minuten, die sie am Anfang hatten. Und sind bis jetzt noch nicht wirklich weit gekommen. Sie haben ABC erobert. Ja, das ist gut für die Gegner. Aber sie müssen jetzt auch noch D, E und F erobern. Und dann müssen sie auch noch hinten zu den Objectives kommen. Es wird knapp. Ich sag mal so, es wird knapp. Ich habe tatsächlich das im Test hier ein einziges Mal als Angreifer gewonnen. Und da gab es dann zum Schluss einen Light Rush. Und zwar sind die dann wirklich 30 Lights angekommen und haben einfach gerusht. Und das funktioniert. Aber bis dahin muss man erstmal kommen. Mit den Lights dann schafft man es ohne Probleme, weil die halt... Oh Gott, das will ich sehe den Feind nicht. Weil die dann tatsächlich ja, die Feuerpower haben und auch die Hitpoints, um durchzuhalten. Da ist der Witz halt. Jetzt können wir uns hier schön rächen. Ja, oder auch nicht, weil wir daneben schießen. Hätte gehofft, der wird getrackt, aber er wurde nicht getrackt. Jetzt ist er raus. Ne, er ist noch da. Er ist noch da. Jetzt werden wir hier aber ganz schön angegangen von allen Seiten, ne? So, und der liebe Joy hat gerade eben subscribed. Joy128 hat das zweite Mal subscribed. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dreifache Zipitmu. Für Joy. So, wir haben nachgeladen. Über uns ist hier einer. Oh, den können wir sogar beschießen. Aber er uns nicht. Hahaha. So, Pershing voraus. Was? Ich bounce am Pershing und heute los, ey. Holen wir uns den mal. Au, Rheinmetall. Ne, Rheinmetall sehe ich nicht, da kann ich nicht zurückschießen, das ist ungünstig. So, ja. Hi! So, wir spawnen trotzdem nochmal hier oben, hier weiter F zu verteidigen. D ist im Moment ziemlich in Bredouille. Und ich werde mal wieder den First Prototype nehmen. Der war ganz gut. So, und Proxima NAS hat ebenfalls subscribed. Proxima wurde subscribed, denn Unforgiven hat das 95. Mal zugeschlagen. Dankeschön, nochmal. So, wir können wieder rein. Und der Cap wird bereits angegriffen. Ungünstig. Sie haben allerdings nur noch eine Minute Zeit. Jetzt kriegen sie aber wahrscheinlich, wenn D jetzt nicht gleich irgendein Wunder geschieht, nochmal 2 Minuten drauf. Ja, D ist gleich weg. D ist gleich weg. Na. Okay, D ist weg. Sie kriegen jetzt nochmal 2 Minuten drauf. 3 Minuten müssen wir noch durchhalten. Der Gegner erhält mehr Zeit.
dass man hier auch nichts kaputt machen kann. Das nervt ein bisschen. Na gut. So, da steht ein Olaf VK drin. Das ist aber nicht weiter wild. Wenn da oben erstmal die Lorraine raus ist, kann man auch von oben agieren. Aber erstmal dahin kommen. Das ist relativ schwierig. Oh, den Rev könnten wir kriegen. Jetzt kriege ich die Kanone nicht runter, das ist nicht gut. Rev ist weg. Keiner war abgeprallt, läuft ja heute. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, die ist raus. Ich bin ein General. Okay, interessant. Carnivore ist raus. Jetzt hole ich mir den T-44. Au, oder auch nicht. Bei Scorpion G. Hätte nicht gedacht, dass er mich trifft aus der Fahrt. So. Jetzt wird es aber problematisch hier. Weil der olle VK da halt noch drin ist. Und munter fleißig Punkte sammelt. Und da kommt dann noch einer. Au. Und dahinter steht noch ein Rheinmetall. Au, jetzt haben die hier es geschafft reinzukommen. Das ist nicht gut. Oh, 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 wir können auf den VK schießen. Wir treffen ihn nur nicht. Warum treffen wir ihn nicht? Oh, shit. Okay. Das ist nicht gut. Ich komme hier nämlich überhaupt nicht vorwärts durch den Rheinmetall dahinter. Und die Wracks. So, jetzt werden wir wahrscheinlich sterben, aber ich muss es halt versuchen, hier reinzukommen. Damit wir den Punkt hier erobern können. Los, AMX, du machst es! Ich habe mich geopfert, für dich! Nimm ihn raus! Nimm ihn raus! So, 54 Sekunden noch, bis wir wieder Fahrzeuge haben. Wir können hier aber jetzt zugucken. Komm schon! Jetzt sind wir General Mu, ja. Der kriegt ihn halt einfach nicht raus. Guckt euch das an. Jetzt endlich. Okay. Wir haben zwar Punkt D verloren, aber jetzt haben sie nur noch 30 Sekunden Zeit und das sieht sehr, sehr gut aus. F ist hier noch der Punkt, der am gefährlichsten ist. Punkt E ist komplett sauber. Ja, da können wir mal rübergehen. So. Hier haben wir Punkt E. Punkt E sind die Gegner meilenweit entfernt. Da ist noch ein CDC, der aber jetzt gleich raus. Und ja. So läuft das hier. Wow. Ziemlich oft ab. Die Angreifer haben es extrem schwer, hier reinzukommen. So, F könnten sie jetzt noch kriegen, aber da ist die Zeit abgelaufen und wir haben gewonnen. Jetzt haben wir nochmal 1 Minute 25. Wieso? Warum ist jetzt nochmal 1 Minute 25? Das ist ein bisschen seltsam, aber gut. Nehmen wir nochmal einen Defender. Okay, die haben jetzt irgendwie hier Overtime bekommen. Das ist neu. Eine Minute 6 nochmal. Warum auch immer. Quasi so eine Art Sudden Death. Okay. Wenn die Zeit abläuft, aber noch jemand im Cap steht, kriegen sie eine Minute 30. Ah, okay. Das ist neu. Das haben übrigens viele vorgeschlagen, weil es bis dato echt unschaffbar war für die Gegner. Oh, ich hasse Oros. Haben sie noch eine Minute Zeit. ...44 Sekunden Zeit noch. Machen es aber spannend hier, ne? Aber, ne, ich bin nicht umsonst Defender, an mir kommt er nicht vorbei.
Und vorbei. So, wir haben als Verteidiger wie so oft gewonnen. Kann man die Leitpanzer selbst raussuchen? Nein. Jeder bekommt das gleiche, einen T-44 und einen T-32, wenn ich mich nicht irre, oder? Der T-32 ist hier sehr gut. Eigentlich sind beide sehr, sehr gute Panzer. So, Eisenschild und General der Armee. Was ist Eisenschild? Das ist neu. Verursachen Sie als Verteidiger 1800 Schadenspunkte an Fahrzeugen in Zonenbasen oder innerhalb von 150 mm der Hauptziele. Okay. Und was bist du? Du bist General der Armee. Verdienen Sie bis zum Ende des Gefechts die meisten EP. Ja, das lief doch ganz gut. So. Ja, wir haben tatsächlich die meisten EP gemacht. Wir haben allerdings nicht den meisten Schaden gemacht. Da waren zwei einen Tick besser, aber das ist nicht weiter wild. Ich denke, wir haben uns hier ganz gut präsentiert. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwo kann man doch jetzt hier... Oh, wir haben echt Kohle gemacht. Jetzt kann man hier irgendwo skillen. Ich weiß nicht wo. Hier. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, Belohnung ansehen, Reserven verwalten. Hier vielleicht? Ich klicke mich hier einfach mal munter durch, ne? So. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade sehe. Es gibt Tag Premium. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Aber es gibt gut Credits. Ein bisschen. Reserven verwalten. Okay, Moment. Kampfreserven. Okay. Nicht ausgegebene Versorgungspunkte. 3. Das heißt, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, einen Aufklärungsflug nehme und den erwerbe, dann ist es ein einmaliges Ding, ne? Habe ich das richtig verstanden? Okay, Pionier beschleunigt Eroberung, was ziemlich gut ist. Okay, lädt sich ein Gefecht auf. Okay. Wir nehmen erstmal einen Aufklärungsflug. Den kann ich jetzt aufrüsten. Okay, interessant. So, wenn ich den jetzt weiter aufrüste, dann passiert irgendwas anderes. Ah, die Aufklärdauer wird erhöht. Okay. So, damit haben wir jetzt den Aufklärungsflug auf Stufe 3. Alles klar. Und wir sind jetzt hier bei Prestige Rang 3. Okay. So. Dann würde ich sagen, starten wir erneut. Eine Runde mache ich noch, dann gehe ich erstmal was essen. So, ja. Ich wollte eigentlich spielen. Wo ist spielen? Komm, komm. Da oben. Ich kann alles skillen, aber noch eines auswählen. Ja, auf den Flug reicht mir. Ja, Aufklärungsflug und Artillerie hätte ich auch genommen, Mr. Gaming. Weil es, finde ich, am sinnvollsten war für Punkteroberung oder für Punktverteidigung. Und wir sind schon wieder Verteidiger. Oh, okay. So, da haben wir ein Aufklärungsglück auf der 7. Okay. So, mal gucken, wo wir hier die capen können. Ob wir hier einen guten Punkt finden, irgendwo an der Flanke. Tanzkuh! Oh. Black 13 Hope hat gerade subscribed, das erste Mal mit Twitch Prime. Black, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Dreifache Zipipmu. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich finde den Modus irgendwie ganz knuffig, weil der mal was anderes ist. Aber auf lange Zeit würde ich den wahrscheinlich auch nicht mehr spielen.
Aber so für zwischendurch ist es ganz nett. Vor allem mit dem Aufleveln gefällt mir das sehr, sehr gut. Und dann gibt es einen Grund, den zu spielen. Weil früher gab es ja immer mal so eine kleine Modi, die hat man dann 3-4 Mal gespielt, dann war auch wieder gut. Und der hier gefällt mir ganz gut. Aber Battle Royale hätte mir besser gefallen, weil das hat mir echt Spaß gemacht. Und da schießt ein Progetto auf uns. Aber ich will hier hin. So, hi. Oh, 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 oh. Was will er denn von mir? Boah, heute die Kanone. Oh, andere Flanke. Wir haben niemanden auf der anderen Flanke. Das ist jetzt nicht gut. Weil der Amix kann sich da jetzt genüsslich an uns... Oh, das ist ja noch ein Amix. Wie viele Amix haben denn die? Okay, hier stehen wir echt schlecht. Hier stehen wir nämlich von beiden Seiten einschießbar. Das ist nicht gut. Da waren wir ein bisschen weit vorne. Der Amix, der stand hier. Ne? Hier stand der Amix ungefähr und wurde nicht gesehen. Ärgerlich. Okay, das war jetzt nicht gut. Oh, kann passieren. Nehmen wir mal eine Artillerie. Das bietet sich halt saisonweise an. Ja, so sieht das auch. Und ich finde, im Monat ist das ganz gut. So, stressen wir die Gegner mal von oben. So, der ist raus. Jetzt ist der hier oben dran, der nervt nämlich. Und bald können wir unseren Aufklärungsflug hier aktivieren. Sehr gut. Wenn wir das gleich mal machen. Daneben. So, wir haben Punkt C verloren. Das ist nicht gut. Das ist ziemlich früh. Viel zu früh. Aber ich sag dir, Punkt C ist der einfachste der schwerste einzunehmen, ne? Und ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir A und B verlieren. So, 29 Sekunden können wir auch gleich unseren Aufklärungsflug starten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der hier jetzt noch sinnvoll ist. Eher nicht. Weil im Moment ist alles offen, was wir sehen müssen. Ja, Zone B. Kann ich jetzt nicht wirklich helfen. So, wir können jetzt die 7 drücken, aber es ist tatsächlich alles offen. Also, wir warten damit noch. Obwohl, wir könnten jetzt hier die Progettos aufbauen. Ach komm, ich will's mal sehen. Aufklärer kommt. Ach, guck mal an, da ist er da. So. Was? Serzhand? Wir sind nicht Sergeant, wir sind Serzhand. Okay. Ach so, weil ich Italiener bin gerade. Franzose bin gerade. Okay. Sergeant oder so ähnlich. Was? Der ist nicht draufgegangen? So, Zone B ist wieder ready. Alles gut, alles gut. Haben sie gut gemacht, die Jungs da in B. A ist im Moment noch nicht wirklich in Gefahr. Liegt unter anderem auch an unseren tollen Artillerie-Skills. Natürlich, was soll es auch anders sein? Wieso fährt er jetzt wieder nach vorne? Wieso fährst du jetzt wieder nach vorne? Das war völlig nutzlos. Ja, tschüss du. War nett, dich gekannt zu haben. Ich gehe hier mal rüber. Oh, dann schießen wir mal auf die hier.
Den haben wir ganz gut erwischt. Viel Schaden haben wir noch nicht gemacht, aber das ist ja normal, wenn wir in der Artillerie sitzen. Jetzt könnte ich nochmal einen Aufklärungsflug brauchen. Das wäre irgendwie cool. 23 Sekunden noch. Da ist er. Und tschüss. Ach komm, 11 Hitpoints, really? 11 Hitpoints. Die Ränge sind auch in russischer Sprache. Ja, haben wir gemerkt. Ich habe mich ja nur drüber lustig gemacht. So. Verrecke. 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 Zone F wird angegriffen. Das ist nicht gut. Erwischt. Zone F ist ganz rechts. Die sind da ziemlich weit schon. Das Team ist da ein bisschen überfordert, glaube ich. Aber wir sind noch hier am Gange. Wir verteidigen weiter A. Was in Zone F passiert, ist gerade nicht unser Bier. So überhaupt nicht. Ach komm, Artillerie. Triff doch mal. Was ist das? Sieht aus wie ein Artillerieschlag oder sowas. Da fährt er jetzt voll raus. Wow, der ist aber ziemlich klein, der Artillerieschlag. Oh, wieder daneben, das gibt's doch nicht. Ah, französische Artillerie, die können echt nichts. In 13 Sekunden können wir es nochmal einsetzen. Oder auch nicht. Gut, der ist weg. Nehmen wir den hier, T-44FL. Ah, ganz gut erwischt. So, solange wir noch Ziele haben, brauchen wir den Luftaufklärer noch nicht. Machen wir nur, wenn wir irgendwo was one-shotten können und nachgeladen haben. Oder wenn irgendwas massiv zugeht. So wie jetzt zum Beispiel. Aber, nee, da ist er wieder. Wir sind Lieutenant. Punkt F ist wieder unter unserer Kontrolle, mehr oder weniger. Aber jetzt holen sie sich B. Also sie haben noch 5 Minuten Zeit. Währenddessen teilen wir hier munter weiter aus mit unserer Artillerie. Ist echt angenehm. Huch. Oder auch nicht. Wir machen einfach gar keinen Schaden. Ah ja. So. Tansko! Komm, nochmal ein Schuss. Oh ja, den haben wir gut erwischt. Xenokeks hat gerade das 4. Mal subscribed. Xenokeks, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dreifaches Lippenwurf Xenokeks. Dankeschön. Wir haben auch neue Follower. Wir haben Corporal Paula. Wir haben Captain Nandi 2001. Und wir haben FGenie 02. Vielen lieben Dank. Oh, hier haben wir einen One-Shot. Komm her, du bremst. Oh, komm. Nehmen wir dich. Na, wo willst du hin? Willst du dich reparieren lassen? Willst du dich will sich echt reparieren lassen? So, das war's mit dem Repair. So. Dann klären wir doch mal den guten T-44 auf hier. Oh, T-34. Oh. Möchte ich beim Reparieren gestört, aber jetzt sitzen hier alle im Punkt und ich kann nichts dagegen tun. Wir haben Punkt C verloren und wir verlieren jetzt gerade A. Wir verlieren A, weil wir hier absolut niemanden mehr haben, der da ist. Irgendwie sind die alle draufgegangen. Ungünstig.
So, das heißt, ich werde jetzt meine Einstrengung auf den Cap setzen. Ich werde vom Tiger 2 beschossen, wir haben aber den CDC beschossen. Hallo Tiger 2, wäre schön, wenn er draufgehen würde. So, Tiger 2 ist raus. Und ja, jetzt wäre nochmal ein Aufklärungsflug gut gewesen, aber haben wir nicht. Ich weiß aber, wo einer steht. Okay, da steht keiner mehr. Ungünstig. Ja, damit ist der Cap jetzt weg. Ja. 2 Minuten vor Schluss, ne? Ding, ding. Ja, so ein Mist. Ich glaube nicht, dass wir hier noch wegkommen. Ich habe sowieso bald keine Munition mehr, fällt mir gerade auf. Naja. Vielleicht erlöst mich einer. Ja. Mich hat einer erlöst. So, wo spawnen wir denn jetzt? D ist erstmal nicht in Gefahr. Wir werden mal bei F spawnen. Um hier eventuell noch was zu machen. F mit was spawnen wir da? Nehmen wir Primo. 10 Sekunden noch. Jetzt sind es im Punkt. Ich nehme kein Primo. Ich brauche was mit Panzerung. So, 3 Minuten 42 haben sie jetzt noch, sich in den Punkt zu stellen. Zweimal angegriffen und zweimal gewonnen. Oh, das ist selten. Ja, hast du wirklich sehr viel Glück gehabt. Na, wo willst du hin? Ah, natürlich bauen sich, es ist so. Wir sind Kapitän! Mein Defender will heute irgendwie nicht, ne? Das ganze RNG-Glück hat heute der Leo abgekriegt. Habst du das Gefühl? Puh. Es sind doch nicht mal 500 Meter. Ich bounce heute nur, das ist ja nicht mal normal. Der wäre schon dreimal tot gewesen. Komm, machen wir es wie ein echter Russe. Nicht einzielen, sondern... Ah, komm. Puh. So, wir haben Progetto da vorne. Noch brauchen wir keinen Luftaufklärer. Können wir die beschießen? Nein. Aber die sind eh gleich tot. So, 1 Minute 53 haben sie noch, um hier in die Caps zu kommen. Sie holen sich jetzt gleich B. Ist ein bisschen ungünstig für uns, denn dadurch kriegen sie natürlich nochmal Zugriff auf eine weitere Zone und... 2 Minuten mehr Zeit. Ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und jetzt hängen sie auch schon in D. Ah, die kommen nochmal zurück hier, die Gegner. Uncoole Sache das. Ausgerechnet da, wo wir nicht sind. Da ist gerade wieder das Fett am Brennen. Das ist nicht schön. Nicht schön. Na, wo willst du hin? Okay. Wir haben B verloren. Die haben jetzt 3 Minuten noch Zeit. Und D sieht im Moment auch nicht allzu gut aus. Ist ein bisschen unschön. So, ich würde jetzt hier mal hochfahren. Ja, wir können jetzt natürlich die Zone wechseln, aber das ist ein ziemlicher Weg. Und hallo Progetto. Oh, T-44. Oh, da haben wir eine Arti. Mach die mal weg. So, jetzt haben sie nochmal 2 Minuten drauf. Das ist jetzt nicht gut.
Weil die stehen jetzt nämlich direkt vor den Objectives. Zumindest auf einer Seite. Von dort aus können sie natürlich ohne Probleme durchfahren. Das heißt, wir werden gleich noch ein paar Zonen verlieren. Denn wir müssen uns jetzt nämlich auf die Objectives beschränken. Und das heißt, ich muss irgendwie sterben. Ungünstig. Oder ich fahre einfach nach hinten. Das kann aber eine Weile dauern. Oh, ich bleibe aber stehen und fahre mir noch ein bisschen. Das geht auch. Wartet man so lange und trifft man die Kette. Na, wo willst du denn hin? Was soll das werden, hä? So. Mach mal Platz hier. Ich will hier nicht mehr sein. So, ich hoffe, die schaffen es, da oben jetzt die Ziele zu verteidigen. Noch 3 Minuten. Mehr müssen sie ja nicht machen. Und ich gehe mich mal kurz reparieren und fahre dann mal woanders hin. Ja, okay. Hier komme ich nicht runter. Ich hätte mir was Schnelleres nehmen sollen. Im Hintergrund hören wir eine Artillerie. Das klingt ganz gut. So, Punkt D ist verloren, Punkt E ist noch ohne Probleme, F ist ebenfalls noch ohne Probleme. Hier kommt auch erstmal gerade nichts von den Gegnern. Das heißt, die gehen alle, die spawnen alle jetzt auf D und E. Gut zu wissen. Das heißt, hier bei uns ist im Moment gerade nur einer. Das ist nicht viel. Die sind jetzt alle auf Punkt D. Ja, und hier oben gehen sie jetzt auch rein in F. In E. Wir haben im Moment gar nichts zu schießen, das ist ein bisschen doof. Danke, Xenokix. Hast R überholt. So, wir haben einen Follower. Wir haben die Staycast 2. Hi. Zone E wird angegriffen. So. Zone E wird gerade massiv belagert von den Gegnern. Das heißt, wir werden diese Zone sehr wahrscheinlich verlieren. Da bleibt nichts dran zu rütteln. Fahrzeug repariert. So, ich denke, E werden wir verlieren. Und all unsere Leute hauen gerade von F ab. Das heißt, wir sind jetzt die letzte Verteidigung für F. Okay, bleiben wir hier. Komm, wir bleiben hier. Und sie greifen jetzt hier oben an. Oh, jetzt haben wir jemand anderes als General. Okay. Wir sind nur Captain. Ich glaube, eine Stufe drunter unter General, ne? Oder 2 Stufen drunter? So, ich werde jetzt hier F verteidigen, weil wir es können. Und der Rest geht hoffentlich jetzt gewinnen. So, ich gehe jetzt nur der Nummer sicher hier, dass wir nicht noch weitere 2 Minuten kämpfen müssen. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Deswegen warten wir jetzt hier einfach mal und holen uns die Gegner, sollten sie hier auftauchen. So, der liebe Raffi. Raffi M01 hat gerade eben subscribed. Vielen Dank, Dankeschön. Dreifaches CBMU und herzlich willkommen in der Herde. Dankeschön. So, wir sind offen. Wir werden auch schon beschossen. T44 ist da oben. Das ist nicht weiter wild. Man wird hier sein. Oder auch nicht. Und da kommen sie. Zu dritt. Und da sind einige.
Okay, das ist jetzt blöd. Das sind echt viele hier. Aber ich muss den T-92 daraus jagen. So, die werden jetzt... Oh, ja, ich habe hier null Support. Okay, wir sind tot. Es kommen hier echt viele. Und... Mach's gut. Ja, holen sie sich halt nochmal einen Punkt. Och, komm, ey, das hätte man jetzt echt unterbinden können. Wirklich. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir zum Schluss einen Stritzwagen. Und stellen uns hier oben hin. So, Gersprenz-Metropole hat gerade eben den Xenokeks überholt. Und ist jetzt bei 324. Dankeschön. So. Sturzwagen. So. Und wir stellen uns hier vorne hin. Und snipern ein wenig. So, jetzt haben sie noch 4 Minuten Zeit für die Endzone. Das können sie schaffen. Tatsächlich. Das können sie schaffen. Haben sie bisher relativ gut gemacht. Wir haben einen Punkt ziemlich früh verloren. Da ist ein Skorpion auf der linken Seite. Ist mir aber gerade egal. Wir schießen jetzt den Panther zusammen. Wieso bin ich hier aufgegangen? Gucken, der Flugzeug. Oh, was? Meine FPS ging gerade in den Keller, ne? Wieso bin ich aufgegangen? Was hat mich da aufgemacht? Muss ja irgend so ein dämliches Flugzeug gewesen sein. Gut, machen wir es anders. Hinter mir ein T-92, ist der durchgefahren? Ah, wow. Ah, das ist fies. Dieses kleine Mistvieh. Ich sag dir, Lights zum Schluss. Lights zum Schluss sind ultra wichtig für den Angreifer, weil sie tatsächlich sehr schnell an den Punkt rankommen. Da, Mann, tatsächlich. Danke für den Hinweis. Hat er gut gemacht. So. 2 Minuten haben sie noch Zeit. Und sie haben Ziel 5 mittlerweile schon ziemlich beschädigt. Und ehe ich da dran bin, ist es wahrscheinlich kaputt. Oh, triff doch mal. Ja, Ziel 5 ist weg. 2 Minuten haben sie noch übrig. Und wow, kommt hier was. Das sind echt viele. Hinter mir ist immer noch der Light. Genau der. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das ist ja verdammte Light, ne? Warte. Ah, ich habe keine Ahnung, wo ich ihn geschossen habe. Ach, Gottes Willen. Okay. Von allen Seiten. Ah, wenigstens ist der Leid tot. Das ist gut. So. Wie sieht's denn aus? Ziel 1 wird jetzt gleich bombardiert. Ziel 1 ist gleich raus. Sie haben jetzt noch 1 Minute, um ein weiteres Ziel zu zerstören. Eines noch. Ein einziges. Und in 6 Sekunden kann ich jetzt wieder ein neues Fahrzeug nehmen. Wie sieht's denn hier aus? Oh Gott, die FPS gehen hier echt in den Keller. So. Hier können wir nicht, also wir müssen ja hier und wir nehmen IS-3. So, 2, 3 und 4 sind jetzt in Gefahr. 4 ist leicht beschädigt. Ist direkt bei uns hier. Wow, 39 Sekunden noch. Werden sie es eventuell schaffen, noch ein weiteres Ziel zu zerstören? Und dann erlebe ich endlich mal wieder, dass der Angreifer hier gewinnt. Das ist relativ selten. Aber es sieht noch nicht danach aus. Noch sieht es nicht danach aus. Der Mann in 40 ist da irgendwo. Aber der schießt nicht aufs Ziel. Ja, und sie kommen hier nicht durch. So, ich schau mal zu Ziel 4. 15 Sekunden noch. Oh, ist das übel.
Da bist du als Angreifer so knapp dran vorbei. Also, sind wir mal ehrlich, ne? Wenn die Angreifer das so weit schaffen, dann gönnt man nichts. Das irgendwann. Aber, wow. 4 Sekunden. 3, 2, 1. Ja. Wow. Das war knapp. Das war sehr knapp. So. Ich schicke euch jetzt mal weiter. Und vielen lieben Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, am Samstag und am Sonntag wieder. Ach nein, eine Sache haben wir noch. Für alle, die jetzt noch keine Karte haben für die Roleplay Convention in Köln und in Köln wohnen oder in der Nähe, ne? Bitte nur die. Dann habt ihr jetzt die Chance, nochmal 2 Karten zu gewinnen. Die könnt ihr euch dann direkt vorne an der RPC abholen. Ich brauche dann allerdings euren Namen. Und so braucht ihr für beide Tage keinen Eintritt bezahlen. So. Ausrufezeichen, Raffle, Leerzeichen, RPC, Roleplay Convention. Jetzt. So, jetzt haben wir wieder 2 so eine komischen Punkte, ne? Aber ist krass, wie die FPS runtergegangen sind. Nein, Äußeres wollte ich nicht. Ich wollte hier drauf drücken, dann Reserven verwalten und Aufklärungsflug. So. So, also, wer möchte 2 Karten für die RPC? Ausrufezeichen, Raffle, Leerzeichen, RPC. Und am besten, wenn ihr dann in der Nähe wohnt, ne? Weil es sind tatsächlich nur die Eintrittskarten für Montag, für Samstag und für Sonntag, Ganztag. Er sieht da und da wohnt wahrscheinlich keiner in der Nähe. Wenn keiner in der Nähe wohnt, kann ich es verstehen. Ne? Wir haben nicht viele Kölner hier. Und es ist halt ja im Ruhrgebiet. Ne? Gut, dann machen wir es anders. Dann haue ich sie auf den Discord. Und falls ihr also noch jemanden kennt, der dahin will, ne, ich haue sie dann ins Discord. Gut, macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss. I just be my wind. I just be my shine. So let me wait the ride. 地霊たい夢だって最初から分かってた。昔な風に何度傷ついても、太陽に手を伸ばす指先のレゾナンス、瞬きの愛。